Hallo, wir machen Glühweingummis. Und zwar, da brauchen wir nicht viele Zutaten, weil ich habe gedacht, jetzt ist ja wohl die perfekte Jahreszeit dafür. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Und zwar, wir brauchen 200 Milliliter Glühwein. Habe ich mir jetzt einen fertigen gekauft. Man kann natürlich den auch selber machen, aber habe ich jetzt nicht. Dann brauchen wir 12 Teelöffel Gelatine, 3 Esslöffel Zitronensaft und 2 Esslöffel Zucker und dann so eine Form aus Silikon. Oder wenn ihr habt, zum Beispiel, es gibt ja auch diese Silikonform für Eiswürfel. Die brauchen wir halt noch. Und dann geht's schon los. So, und jetzt machen wir den Glühwein erstmal warm, aber der soll nicht kochen. Also er soll wirklich nur warm werden. Und dann können wir eigentlich auch schon die Sachen dazugeben, wie einmal den Zucker, dann 3 Esslöffel Zitrone und die Gelatine. Und das Ganze erwärmen wir jetzt. So, und wenn wir das dann gemacht haben, können wir einfach vorsichtig die Form befüllen. Und dann muss das Ganze jetzt einfach ab in den Kühlschrank und dann sehen wir uns später wieder. So, das ging relativ schnell. Die waren nach einer Dreiviertelstunde oder so schon fest. Also vielleicht auch schon früher, aber früher habe ich nicht reingeguckt. Also sie sind jetzt nicht ganz so optimal aus der Form rausgekommen. Da fehlt immer mal irgendein Eckchen oder so. Aber mein Gott, sie schmecken auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also halt nach Glühwein. Einfach voll cool. Und ich zeige es euch jetzt nochmal aus der Nähe. Also so sehen sie aus. Das seht ihr, dass sie ein bisschen ungleich da sind. Aber mein Gott. So, macht's nach. Ich würde es euch echt empfehlen, wenn ihr Glühwein mögt. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.